schaut ihn euch an, er ist ziemlich bekannt, weil kein zweiter so clickbaitend verstand. Er hat das Pranken hier auf YouTube entdeckt und das Faken beherrscht er fast perfekt. Er ist Inspiration und so kreativ, das hier ist mein gesungener Dankesbrief. Wenn du Kohle hast, bestell sein Album vor, das hilft seiner Selbsterhaltung, ja. Denn auf YouTube die Klicks, die reichen ihm nicht. Er braucht euer Geld, sonst ist die Zukunft gefickt. Wenn ein Lehrer pranken soll, da schreib ihn doch an. Das macht er dann bestimmt, seid ihr da sicher, Mann. Gib seinen Namen ein auf Instagram und glaub alles, was er sagt, so wie ein dummes Lamm. Man sieht ihn immer wieder grinsen, denn kleine Kinder vertrauen dem King of Prank. Nur neidisch auf sein Masterplan, Ausnutzen von Fanboys, mein lieber Schwan. Hinter Sicherheitskräften ist er jetzt scheu. Schaut ihn euch an, ein echter Bad Boy. Er war der Erste mit nem Goldigger-Prank. Aber nur, wenn man die davor nicht bedenkt. Viewer werden mit roten Kreisen gelockt und schwuppdiwupp die Klickzahl rockt. Dass der Rafu TV, die schon 8 Jahre pranken, an seinen Fame ist da kaum zu denken. Alle, die kritisieren, müssen Neider sein. Haben sie sein Talent? Leider nein. Gib seinen Namen ein auf Instagram und glaub alles, was er sagt, so wie ein dummes Lamm. Man sieht ihn immer wieder grinsen, denn kleine Kinder vertrauen dem King of Prank. Gib seinen Namen ein auf Instagram und glaub alles, was er sagt, so wie ein dummes Lamm. Man sieht ihn immer wieder grinsen, denn kleine Kinder vertrauen dem King of Prank. King of Fake, King of Fake, King of Fake. Meine Jungs und meine Jungs und ich und meine. Aha. Okay, dann gib ihm meine Jungs und ich. Okay. Bitches wollen steppen und sie schicken uns paar Picks. Wir sind unter Picks, kämen mit dem Hüpfer-Schiss. Immer Fresh Press, mit den Easy-Hoops. Du bist der Bär, du hast gegen